Auf zum unsichtbaren Bootsmobil. Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Vereint! Ich freue mich schon auf mein neues Mikro. Yay! Yeah. Bin mal gespannt, ob es dann ein bisschen besser wird. Ja, wer weiß, wer weiß. Bei mir ist aber das Problem, dass ich immer diese immer dieses Stören beim Ausatmen und beim... Ich weiß, was du meinst. Ich rede sehr luftintensiv. Ja. Solange du nicht eine feuchte Aussprache hast, das wäre nicht so gut. Und dein Gegenüber immer ansabberst. Und dann dein Mikrofon einen Kurzschluss bekommt. Anderen helfen und gute Taten vollbringen. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Warum bist du wieder doppelt so schnell wie ich? Normal ist es andersrum. Ich weiß, deswegen frage ich. Ihr müsst eure Gruppe erst rammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Du bist so eklig. Ihr müsst... Oh ja. Alle auf einmal oder nacheinander? Mal schauen. Okay. Wie sie es anbietet. Was sagt dir eigentlich die Uhr? Wie gesagt, ich kann sie nicht lesen. Außer soll Zeit, dass du dich besser. Soll ich mal einen Ausflug dahin machen und gucken? Okay, Moment, da muss ich aber das Mikro hinlegen. Oder, oh, vielleicht reicht sogar mit Kabel. Moment. Schauen wie lang das Kabel ist. Ah, doch, reicht sogar. Ich drücke auf den Weckerbelichtungsknopf. 21.53 Uhr. Voila. Mitteleuropäische Zeit. Ja. Kannst du eigentlich mal hinterherkommen oder stehst du da die ganze Zeit nur rum? Bist ich verarscht. Deswegen habe ich dich auch hingeschickt. So, ich sitz wieder. Was will da der Alte? Ich lese es dir vor. Jetzt, da ich mit der ersten Hälfte des Zepters zurückgekehrt bin, hat mir Sassa eine Möglichkeit enthüllt, wie ich die Betrachter die zweite Hälfte entwenden kann. Der Betrachter lebt in einer großen Grube im Tempel des Kultes, die man allerdings nicht direkt betreten kann. Ich solle einen Freund Sassas finden, der sich in der Nähe der Grube der Ungläubigen aufhält. Mit seiner Hilfe soll ich durch einen geheimen Eingang in die Grube gelangen. Dort befindet sich eine Nische, in der Betrachter seine Schätze aufbewahrt. Darunter auch die andere Hälfte des Zepters. Alles klar. Na gut, dann gehen wir doch mal wieder darunter. Das ist bestimmt der Ted, sein Kollege. Ja, da steht doch, sprecht nur mit Ted. Bong. Ach so. Das hat man nicht vorgelesen, glaube ich. Ja, das stand auch im Chat quasi. Das hat er gesagt. Das stand nicht im Tagebuch. Ja, ich musste hier auf meinen Wecker gucken. Der geht mir voll auf den Wecker. Ich habe mich aufgemacht, die lange Reise zu meinem Wecker anzutreten. Oh, ist der Feldharnisch eigentlich rot? Hm? Welcher Feldharnisch? Den Yahira hat. Den dürft sie gerade gar nicht tragen. Ja, weil ihre Stärke zu niedrig ist. Die darf den Schild gar nicht verwenden. Ich gebe den Schild mal Minsk. Ach so. Dann soll Minsk den beim nächsten Mal neben sich vorne hinstellen. Alles klar. Wobei Yahira schon mal die bessere Rüstungsklasse hat. Hast du mir den schon ins Inventar gepackt? Du warst noch zu weit weg. Bist du immer noch zu weit weg? Ja, ich komm. Ich heule. Ich klick so oft ich kann. Ja, ich hör's. Jetzt hast du ihn. Also nur für den Fall, dass wir ihn mal brauchen. In dem Falle eines Falles klebt wirklich alles. Falles. Der Ted, der war da hinten links, gell? Genau. Und dann speichern wir und dann reden wir mit ihm. Ted, hier war der Gal drin. Das ist Ted, okay. Gut, seid ihr soweit? Ich speichere mal. Ja, Minsk ist equipped. Minsk ist AFK. So, und dann... Minsk hallo, ist Ted. Das Auge ist blind. Oh. Na gut. Ich habe mich mit Sassas Freund Ted getroffen, der mir erklärt hat, dass sie in die Grube der Ungläubigen hinuntersteigen muss, wenn ich den Weg erreichen will, der zur Nische führt, in der der Betrachter seine Schätze aufbewahrt. Da der Betrachter bald eine große Messe plant, laufe ich vermutlich nicht Gefahr, auf ihn zu stoßen, während ich die Nische plündere. Ted hat mich jedoch vor Kreaturen in der Grube gewarnt, die sich von den Körpern der Ungläubigen ernähren, die in die Grube geworfen werden. Hm. So, und wo geht's da jetzt runter? Da ist jetzt eine Treppe. Ah, dann speichern wir nochmal. Okay. Oh, da musst du was früher sagen. Ich bin schon zum zweiten Mal fast da rumgelaufen. Diesmal erschreckig. Die Leute wundern sich wahrscheinlich immer, warum ich mache. Genau deswegen. So, jetzt gehen wir runter. Ich immer aus Versehen auf irgendwelche Treppen klicke, auf die ich nicht draufklicken will. Und dann plötzlich haben wir so einen Schattenleichnam vor uns, der unsere Gruppe instant killt. Genau. Ich würde sagen, wir schicken Minsk vor.
Ach, hier sieht's aber lecker aus. Guck mal, da oben liegt ein Frosch. Darf ich da Leichen mitnehmen? Ach Gott, so ein paar süße Viecher. Ja. Ich guck, die kommen her. Oh Gott, der schreit ja witzig. Ah. Ich habe immer noch keinen Sound, das ist so komisch. Also soundtechnisch ist das Spiel echt seltsam. Die lachen, das ist ja geil. Die Mumien, ja, oder was? Die ist erschreckend da. Und Untote vertreiben mich nicht so effektiv. Oh, da ist jemand festgehalten, habe ich gehört. Vor allem will die Mumie nicht sterben. Und es ist nicht Minsk, könnte ich an der Stelle anmerken. Huch, da kommt jemand zu uns. Doch nicht. Ein Ring. Die halten ganz schön viel aus, die Viecher. Ja, ja. Hoch, du steigst auf die Stufe auf. Du musst GZ sagen. GZ? Hast du gerade gesagt, du bist aufgestufen? Hab ich das gesagt? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich bin so, da hängt das Spiel. Ich wollte nur gucken, wer bald noch aufsteigt. Oh, Minsk steigt bald auf. Ja, Hira braucht noch ein bisschen. Ich steig auch bald auf. Ja. Darf ich aufsteigen? Ich mach's einfach. Klar, steig auf. Ich bin so ein Schelm. Schlösser öffnen ist immer gut. Dann Fallen finden ist immer gut. Die Dienerin ist von Nutz. Ich warte auf. Da haben wir 5 drauf. Wir laufen schon mal weiter, gell? Oh, hier sieht's ja echt lecker aus hier unten. Ja. Macht Bock auf mehr. Ja, Mann. So, speichern. So. Hast du schon lange nicht mehr gemacht? Achso, Entschuldigung, ich dachte gerade, du hättest irgendwas. Nee. Ich war brav. So, gehen wir weiter. Barf. Da ist eine Falle. Nö. Da ist ein Zombie. Ich glaub, ach, diese Düsterschrecken, ich finde, die lachen so geil. Ich glaube, mein Nachbar ist ein Zombie. Wir könnten nämlich hier ein Let's Play machen. Die Geräusche, das ist ja super lustig. Ja, das schmeckt. Die reden quasi wie du. Mann, oh, warum denn? Ich schmatz doch gar nicht. Ab und zu. Hier hat sich wieder irgendwas eingefangen. Ja, ja. Ich glaube, eine Grippe oder so. Ein Heuschnupfen. Ja. Könnt sie davon befreien, aber dann müssen wir wieder pennen. Aber sie kann sich, glaube ich, habe ich nicht Krankheit heilen? Probieren wir es mal damit. Haben wir vielleicht noch einen Trank dafür? Ich bin bereit. Oh Gott. Ach, schon wieder so ein Scheiß. Komm, Mumieplätten. Ja, die Krankheit. Ach, wie oh, hier hat es irgendwie immer so kleine Häuser überall. Ja, ja. Was ist das denn hier bitte? Ich glaube, die wohnen hier, die Viecher. Und ins Erste ist ein Zombie, ist dieser Zombie rein. Ja, dann gehen wir gleich mal links. Ja, würde ich auch sagen. Machen wir die eine nach dem anderen durch. Die Krankheit geht auch wieder weg, sie heilt sich nur trotzdem mal ganz kurz. Okay. Und dann speichern wir und dann gehen wir da rein. Ist mir irgendwie neu, dass Untote sich Häuser bauen. Also, ich kennst du das nicht? Jetzt guck mal auf den Friedhof. So. Dann auf zum Atem. Ja, vor allem, weil deine Leute gerade mitkamen, aus irgendwelchen Gründen. Gut, alle Nahkampfwaffen und drauf. Ja, ich komme dann gleich nach, weil die Pause aufgehoben ist. Wir verbächen so, die Mumie kurz. Jetzt bin ich da. Guck mal, da kommt noch ein bisschen mehr. Ich will da weg, ich will da weg, ich will da weg. Lass mich durch, sonst kriege ich auf die Fresse. Wohin? Wer muss denn weg? Weg von den Zombies, die da kommen. Ja, da muss die Nadia weg. Dann komme ich auch weg. Weißt du? Genau. Ich komme sowieso nicht durch. Dann vertreibe ich Untote. Voll gut. Mach mal. Und spiel ein bisschen den Tank. Du spielst den Tank. Ja, ich habe die Gegner gebasht, indem ich sie vertrieben habe. Voll gut, voll imbar. Haben die Bogen dabei? Ein Ghoul-Fürst. Ein Ghoul-Fürst. Noch schwuler hätte ich das nicht aussprechen können. ein Ghoul-Fürst. Fürst? Bam. Bam. Das waren magische Geschosse. Gar nicht mal so hart, das Viech. So, eine Schlitzlöhne. Das war jetzt aber echt witzig mit dem magischen Geschossen. Ich speichere mal. Wieso haben die Zombies Bögen dabei? Ich verstehe es. Ja, mit irgendwas müssen die auch schießen. So, was gibt's hier noch?
Gib mir's. Da hat übrigens was dabei. Da hat übrigens ein Halskette oder so. Ein Halskette auch. Ja, soll ich die jetzt einsammeln? Weißt du, wenn du mich nicht... Kesha! Sagt uns, wo der Durchgang ist. Der redet auch nicht ganz normal. Saiyan. Die waschen ihn. So, jetzt... So, ich glaube, da die müssen wir jemanden killen gehen. Die waschen was? Den großen Beschwörer. Ich würde gerne den Ring da noch aufheben. Ja, ja, die Pause ist ja wieder draußen. Aber du schickst den Minsk vielleicht nicht nach hinten, du Held? Ja, ich bin schon nicht. Ja, aber erstmal Minsk wegschicken aus dem Kampfgebiet. Natürlich, der hat Angst. Ach, zum Glück kommen eigentlich noch mehr Viecher, ist alles in Ordnung. Ist das da ein Kriegsskelett? Ja. Shit. Und Todes. Ruckelt sich das bei dir gerade auch da immer hin und her? Mach kurz das Skelett platt. Die Viecher hauen ja ab. Ja, kommt zum Glück nochmal eins. Da kommt nochmal so ein Homo-Fürst. Die Homo-Fürsten, die haben ja vorhin recht schnell gebasht gekriegt. Ja. Mit so ein paar Zaubern. Wir haben zwar keine magischen Geschosse mehr, aber das ist ja egal. Mir geht's echt rund. Ist ja runter als eckig, wa? Mal, ja. Komm, mir ist das Ganze jetzt echt zu doof hier. Du hast jetzt kein Feuerball rein. Nein. Ah, okay. Gut. Ich reinige das Ganze mal ein bisschen. Nicht gut. Todendung gefällt das. Ich bin süß, wie die Schattenschleuser da oben echt Schiss hat. Ja, hier hat gerade noch ein bisschen was gezogen. Hast du gut gemacht. Gell? Ja, das. Da habe ich Yahira leider noch mit erwischt. Fast. Ja. Die soll mal ein bisschen zurück. Wenn sie drauf geht, dann ist es geplärmter groß. Wir haben inzwischen einen Start. Guck mal, wir buffen uns einfach ein bisschen. Bam. 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 Und wir sammeln jetzt nicht auf. Wir rennen jetzt hinterher und killen hier unten alles, was wir finden. Alles klar. Solange wir gebufft sind. Ich finde es witzig, wie der Feuerelementar rennt. Das gefällt dir. So. Nein, immer noch nicht aufsammeln. Da hinten geht's bestimmt. Ja, ich weiß, ist ja, ist ja. Ich will nur Stress schieben. Ich glaube, da geht's nur wieder raus. Nee, ja. Also, dann machst du es hier. Dann, da ist doch irgendwo ein Ghoul-Fürst, der macht unserem DJ Bobo Schaden. Wer ist DJ Bobo? Ich weiß nicht. Sag mal, wenn ich aus dem Fenster gucke, die Wolke ist immer noch an genau der gleichen Stelle. Ja. Kein Lüftchen weht. Ich stimme zu. Müssen wir das sagen? Ich weiß nicht. Oh, eine Lederrüstung. Bist einfach nur prall. Ist prall. Ich habe eine Lederrüstung gefunden. Haut GZ. Des Ghouls plus 4. Rüstungsklasse 4, da haben wir aber besseres, glaube ich, gell? Trotzdem nicht so schlecht, oder? Ich glaube, ja. Oh, der Müllhaufen, den kann man auch suchen. Aber dein Gepäck ist leider weg. Voll. Well. So ein bisschen aufräumen hier. Ich wollte nämlich schon wieder Sachen andrehen. Ich glaube, da oben hat es Rüstungshandschuhe oder sowas. Ja, Papa kommt mal. Rüstungsarmschienen meine ich. Ja, ich will die haben. Ja, wenn du mir die Sachen gibst. Found. Grad 8 Zauber. Sag, du hast doch schon Armschienen, gute. Ja, ich. Achso, ja, dann halt nicht. Ich glaube, die sind besser. Was ist es? Ja, ich kann noch nicht, weil ich nicht in Zaubern Ding kann und die Nadia zu weit weg ist. Ganz klar. Geschicklichkeitshandschuhe. Geschicklichkeit wird zu 18. Das bringt dir mit Geschicklichkeit 19 recht wenig. Das könnten wir bei dem Minsk andrehen. Bringt ihm das was? Rüstungsklasse dürfte das verbessern. Achso. Auch wenn er die dicken Rüstung trägt. Ich meine schon, ja. Gib ihm die mal. Das klar. Ja, wie gesagt, Hammer. Voll gut, ja. Und gut. Gut. So, das war's dann, hier unten, oder? Speichern wir. Und gehen weiter, oder? Ja, da kommen wir wahrscheinlich dann wieder zu der anderen Tür raus. Wir suchen den großen Ernährer, ja. Erwart, bis du rausgehst. Auf was? Auf mich. Achso, der war doch schon da. Guck, ja, hier ist schon alles leer. Stimmt, dann gehen wir nach oben, komm. Hier ist so lecker, ich mag's hier. Ja, hier will ich wohnen. Falle. Nein, keine Falle. Falle. Ich warte auf den Moment, dass dann echt wieder mal eine ist und du voll reinläufst, dann.
kann ich sagen, ich hatte recht. Boah, ich weiß nicht, welchen Zauber jetzt mal ausprobieren will. Den da.